Guten Morgen, ich bin's wieder, die Gina. Ja, heute habe ich eigentlich ein bisschen mehr geplant. Und zwar habe ich heute einen Arzttermin und mal schauen, was der so sagt. Das Schlauchschlucken habe ich ja erst am Freitag. Ich hoffe, dass es mal was rauskommt, weil es nervt. Ich möchte endlich mal wieder durchschlafen. Naja, gut. Außerdem möchte ich gerne wieder Sport machen und ich möchte gerne mal ein paar Zehen, vielleicht klappt das ja, mitdrehen, was ich da so mache. Ich hoffe, es klappt mit diesem Zeitraffer. Aber bitte nicht wundern, wenn es nicht so gut ist. Ja, außerdem habe ich ein paar Bewerbungen losgeschickt. In hier Umgebung, auch in der, ja, meistens in der Betreuung oder in der Pflege. Ich weiß, dass ich in der Pflege eigentlich nicht so gut bin. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich habe es halt gelernt und was anderes habe ich halt noch nicht gelernt. Ich bin halt auch ja, halt Altersbegleiterin und außerdem noch, was noch? Ich bin blöd jetzt. Außerdem bin ich noch, ach je Mensch, typisch Bäcker. Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Hauswirtschaftliche Helferin. Das bin ich auch noch, aber Gehilfe nur, ne? Ja, aber in dem Bereich suchen sie hier leider nicht so viel. Von daher habe ich mich dann erstmal noch nicht beworben. Manchmal bewerbe ich mich einfach so auf blauen Dunst, weil die meistens nichts aufschreiben. Und manchmal klappt das auch sogar. Dann laden sie mich zum Vorstellungsgespräch ein. Ja, dann klappt es vielleicht manchmal und manchmal auch nicht. Aber gut, ich geb den Mut nicht auf, ne? Gut, dann bis gleich. Essen, das sieht viel aus. Es ist aber nur die Lasagne von gestern und halt dieses ja, Spinatsoße dazu. Die hat ja keine Punkte. Von daher hat das insgesamt jetzt 8 Punkte nur, weil ich ja nur diese Spinatlasagne habe. Ja, das war mein Abendessen. So, da bin ich mal wieder. Oh Gott, so. Ich war ja mit meiner Mutter beim Arzt, die mich ja hingebracht. Ja, großartiges, viel darüber rausgekommen ist es nicht. Sie wissen auch nicht, was los ist, warum mir jede Nacht so schlecht ist oder so übel. Meine Katze wieder. Ja, außerdem muss ich auf jeden Fall am Freitag zum Schlauchschlucken, also Magenspiegelung. Ja, ich mache das aber mit Narkose, weil letztes Mal habe ich es ohne Narkose gemacht. Also der Schlauch ist einfach so, ja gut, hier rein. Also die Erfahrung war jetzt nicht so gut. Es war nicht schön. Also muss ich es ehrlich sagen. Von daher mache ich das jetzt so, dass ich eine Betäubung bekomme und danach irgendwie keine wichtigen Entscheidungen treffen darf. Also ich darf jetzt keine Ehe abschließen. Also Schitte, nein, Spaß. Und ich dürfte dann auch, ja, kein Auto fahren an dem Tag. Ja gut, Auto habe ich generell nicht. Ich habe nur einen Roller. Von daher schwamm drüber. Außerdem war heute auch wieder so ein Tag. Ich habe ja wenig Freunde. Habe ich ja schon mal in einem Video gesagt. Und ich hatte, muss ich dazu sagen, einen Freund. Einen guten Kumpel, besser gesagt. Gut, kann man so oder so sehen, ne? Für Geld geben war ich gut genug und sonst irgendwas helfen, aber sonst war ich nicht so gut. Ne? Aber gut,
Und jetzt habe ich am Freitag diesen Termin und habe ihm gesagt, ich kann ihm mit ihm nicht nach zu seinem Termin mit, weil er wollte gerne, dass ich mit ihm diesen Termin gehe. Und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht. Ja, und dann wurde er gleich wieder. Ich habe gesagt, ja, ich muss an dem Tag Termin zum Schlauch schlucken. Und er hat gesagt, ja, das glaube ich dir nicht. Das sagst du ja immer. Gut, ich habe manche Sachen schon Ausreden gesagt, dass ich einfach keine Lust hatte, ihm jetzt irgendwie durch die Stadt zu gehen oder generell irgendwie bei ihm zu helfen, wenn er mir selber nicht hilft, in dem Sinne, weil ich nur Geldgeberin bin. Von daher habe ich gesagt, nee, ich habe keine Lust, mir geht es nicht so gut. Meistens hat es gestimmt, manchmal auch nicht. Aber na gut. Und jetzt habe ich ihm ja gesagt, dass ich am Freitag diesen Termin habe. Und dann wurde wieder ausfallend. Und von daher, lass es das jetzt. Ich melde mich da jetzt nicht mehr. Es reicht. Dann lebe ich eben ohne gute Freunde. Leben geht trotzdem weiter. Mein Gott, vielleicht finde ich eher auf der nächsten Straßenecke meine beste Freundin. Weiß man ja nicht. Aber ich habe ja auch irgendwie selber Schuld. Ich gehe auch selten durch die Stadt. Aber ja, wird alleine. Ist auch blöd irgendwie. Aber naja, gut. Irgendwann mal klappt das schon. Ich habe ja Sport gemacht. Ich hoffe, diese Zähnen sind ganz ansprechend. Das war's heute. Ich schaue jetzt noch ein bisschen Fußball. Jetzt bei auf Sport 1. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.